So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Commander Legends 1 Draft Booster, weil es gab nur Draft oder Collector Booster. Deshalb keine Set Booster. Commander Legends 1, das Set, was einfach Commander Legends damals eingebracht hat. Commander Legends 2 hat damals Commander Legends fast getötet. Ja, wie es ab da weitergeht, wissen wir. Runaway Together, 2 Mana Instant. Wir suchen uns 2 Kreaturen von 2 Spielern aus und legen sie sich auf die Hand. Stark. Armory of Iroas. 2 Mana, die Kreatur kriegt. Wenn die Kreatur angreift, legen wir eine +1/+1 Mark auf sie. So ist es. Wild Celebration ist ein Satyr, sehr cool. 5 Mana, 5/3, wenn sie Spiel kommt, zerstören wir ein Artefakt. Was bist du denn? 5 Mana, 3/4, wenn sie Spiel kommt, kriegen wir 2 Treasure Token. Prosperous Pirates. Okay. Blade Brand, 2 Mana, eine Kreatur kriegt Death Touch bis Mindest, so mit 10 Karte. Champion of the Flame, 2 Mana 1/1, kriegt +2/+2 für jede Aura und Equipment auf ihm. Trampel, strong. Soulfire, 3 Mana, eine Kreatur fügt Schaden in höherer Stärke an irgendeinem Target zu. Also dass sie fliegen, nur dass man die Kreatur nicht opfern muss. Kinable Courier, 3 Mana 2/1, wenn ein Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur mit Encore. Auch nicht schlecht. Wild Size, 3 Mana, kriegt +2/+2 und Trampel bis zum Ende des Runden. Wir ziehen eine Karte. Dieses Artwork, diese Karte verfolgt mich auch seit Jahrzehnten gefühlt. Eyeblight Assassin, 3 Mana 2/2, wenn das Spiel bekommt, kriegt eine Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Alles bisher nicht so strong. Filigraph Familiar, 3 Mana 2/2, wenn das Spiel bekommt, kriegen wir 2 Leben, wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Hier können halt richtig coole Kampfs und Ankampfs drin sein und wir haben irgendwie bisher nur Schrott. Staunch Throne Guard, 5 Mana 2/5 Wachsamkeit. Wenn ein Spiel bekommt, werden wir Monarch. Kamen Monarch, das ist nicht so häufig. Opal Palast, Tappen 5, farbloses 1 Mana Tappen für Color Identity vom Commander. Und wenn wir den Commander mit casten, kriegt dann +1/+1 Marke für jedes Mal, wo wir ihn damit gecastet haben. Four of Lightning, das ist ganz cool. 3 Mana Enchanten, wenn eine Kreatur sie kriegt, die Erstschlag und kann uns oder Planeswalker, die wir kontrollieren, nicht mehr angreifen. Supreme Will. 3 Mana, wir countern Spell ist seine Mischerzahl. 3 Mana, gucken uns, oder wir gucken uns die obersten 4 Karten an, nehmen einen davon auf die Hand, den Rest unter das Deck. Ist halt aus, Amonkhet, sieht man auch ganz krass. Victimize, auch ein Reprint, auch nicht so die strongsten Karten. 3 Mana Sorcery, wir wählen 2 Karten im Friedhof, opfern eine Kreatur und bringen beide ins Spielfeld zurückgetappt. Unsere Rare ist Ampeth Motina, 4 Mana 3/3. Wenn ein Spielfeld kommt, exilen wir ein Nicht-Salamander-Kreatur. Der Beherrscher kreiert ein 4/3 Salamand-Warrior und mit Anchor. Not bad. Dann haben wir unsere Legendary Creature, die hier drin ist, und zwar den Instrument Oculus mit Partner, 3 Mana 2/2. Zu Beginn des Combats von einem Turn können wir eine beliebige Anzahl an Auras und Equipments auf ein Permanent- oder Spieler equippen. Strong. Glacian Power Stone Engineer, 6 Mana, 3/6, tappen, wir tappen x ungetappte Artefakte, die wir kontrollieren, gucken uns die obersten x Karten an, nehmen einen davon auf die Hand, den Rest in Friedhof mit Partner. Dann haben wir Angelic Gift, 2 Mana, wenn ein Spiel kommt, ziehen wir eine Karte, die Kreatur kriegt fliegend und ein Monarch Token. Ja, das war ein ziemlich trauriges Commander Legends Booster. Uff. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Augenblick seht. Ciao, ciao.